Herzlich willkommen zu diesem Lernvideo. Liebe Teilnehmer, ich möchte euch heute Wikia vorstellen. Wikia ist eine Plattform, welche es euch ermöglicht, ein eigenes Wiki anzulegen zu einem bestimmten Thema. Ihr könnt euch zum einen Wikis erstmal von anderen noch anschauen oder selbst ein Wiki anlegen. Wir wollen einfach mal starten, indem wir ein eigenes Wiki anlegen. Hierfür drücken wir auf Start a Wikia. Ihr überlegt euch einen Namen oder ein Thema. Ich nehme jetzt einfach mal Quellbrunnen und erhaltet dann auch sofort einen Link. Oder ihr könnt ihn auch selbst noch vergeben. Automatisch steht jetzt bei mir quellbrunnen.wikia.com. Ich möchte mein Wiki aber auf Deutsch halten. Dementsprechend ändere ich noch die Spracheinstellung und bekomme noch ein DE-Punkt vor der Wiki-Adresse. Bei Next kommt ihr dann ins Login-Fenster. Dort gebt ihr dann einfach die zugesandten Login-Daten ein und ihr kommt schon ins nächste Fenster. Hier könnt ihr eingeben, worüber euer Thema handelt. Bei mir handelt es sich um Wasser, also es handelt sich um Wasser. Wo kommt es her? Wo geht es hin? Das ist die Frage. Als nächstes wählt ihr noch eine Kategorie, zum Beispiel Food and Drink, und drückt auf Next. In dem nächsten Feld könnt ihr aussuchen, wie euer Theme aussehen soll. Dafür könnt ihr hier verschiedene Themes ausprobieren. Mit dem Pfeil könnt ihr sogar noch weiterblättern. Wir nehmen jetzt einfach mal dieses Theme und drücken dann auf Next. Somit ist euer Wiki auch schon erstellt. Ihr seid nun hier im Quellbrunnen-Wiki auf der Home-Seite. Ihr könnt neue Pages adden, indem ihr hier auf Add a New Page klickt. Und nun seid ihr hier auf der Startseite. Wir haben schon einen Willkommenskommentar bekommen, der wahrscheinlich automatisch erzeugt wird und werden recht herzlich in der Wikia-Gemeinschaft begrüßt. Ihr seht zum einen, könnt hier oben bei Edit draufklicken und diese Startseite komplett editieren, indem ihr zum Beispiel neue Fotos hochladet, eine Galerie anlegt oder eine Slideshow startet. Ihr könnt auch Videos hochladen und Tabellen anlegen. Ihr seid ganz frei in der Gestaltung eures Wikis. Ihr könnt dann auch, zum Beispiel nehmen wir hier mal den Beispieltext und machen ihn dick gedruckt und wollen ihn aber zentriert haben in der Mitte. Darunter könnt ihr dann zum Beispiel auch eine Auflistung machen. Erstens Wasser, zweitens Wasser oder drittens was wäre. Ihr könnt dann zum Beispiel auch Videos hinzufügen. Genau, wenn ihr dann fertig seid, drückt ihr einfach oben auf Publish rechts, oben rechts, und die Veränderungen werden gepublished. Und ihr seht jetzt, hier ist schon der Text dick gedruckt, unsere Liste ist wieder da. Genau. Ihr könnt auch hier noch schnell ein Bild hochladen, indem ihr auf Add Image klickt. Und dort könnt ihr dann einfach euren Computer zum Beispiel durchsuchen und ein neues Bild hochladen. Ihr könnt auch übers Internet ein Bild nehmen und dieses dort einfügen. Ihr könnt auch weitere Kategorien hinzufügen, das ist wie Schlagwörter. Bei eurem Blog, so findet man ihn schneller wieder, oder wenn jemand anderes Wasser eingibt, wird er nun jetzt auch diesen Blog angezeigt bekommen. Dies war also, ist schon mal der Anfang. Ihr könnt auch einfach einzelne Bereiche hier editieren, zum Beispiel den letzten Aktivitätenbereich. Dann kommt ihr halt nur in diesen Bereich rein, wo ihr dann einige Sachen neu einstellen könnt. Ihr könnt da neuen Text einfügen. Und drückt auch einfach wieder auf Publish und dieser Text erscheint wieder in eurem Wiki. Hier seht ihr zum Beispiel auch, dass wir halt immer wieder den Wiki editiert haben und was wir editiert haben am Wiki. Genau. Das ist also schon mal generell zu Wikia, wie ihr euer Wiki anlegen könnt. Wir gucken uns jetzt mal ein Wiki noch an von anderen. Ich klicke mal hier unten einfach auf Random Wiki und hoffe, dass wir auf ein gut schönes Wiki kommen. Hier kommen wir zum Beispiel zu dem Wiki von Aachen. Das ist ein inoffizielles Wiki, welches einer erstellt hat. Ihr seht, hier wurde ein Bild eingefügt. Rechts gibt es sogar eine Navigationsleiste. Und man sieht,
In diesem Wiki sind 182 Artikel enthalten. Hier sind verschiedene Neuigkeiten über Aachen. Gut, sind ein bisschen älter, wird wahrscheinlich nicht mehr geführt. Und wir könnten jetzt zum Beispiel hier auf Freizeit und Sport klicken und kommen dann innerhalb des Aachen-Wikis auf die Freizeit- und Sportseiten. Hier oben sehen wir ein paar Zitate, wo man was finden kann. Zum Beispiel in der Rubrik Tanzen findet man alles zum Tanzen gehen. Hier werden dann verschiedene Tanzsportvereine, der Hochschulsport oder die Tanzschulen dargestellt, wo man sich weitere Informationen holen kann. Und es sind halt Verlinkungen zu den verschiedenen Tanzvereinen. Ich hoffe, ich konnte euch Wiki ein wenig näher bringen und würde mich freuen, demnächst von euch ein paar Beiträge dort zu lesen. Auf Wiedersehen!